Hallo miteinander zu unserer Live-Session mit einem Stefan Urgestein des Wehmut. Und es ist immer sehr spannend und lehrreich, wie ich finde, weil Stefan ist Information und Content Professionalist, also jemand, der sich extrem gut auskennt mit der Informationsrecherche, aber auch Aufbereitung. Studiert hast du Information Science an der Hochschule in Darmstadt, habe ich nochmal nachgelesen, und wir kennen uns echt schon ewig aus der Gesellschaft für Wissensmanagement. Also wenn ihr dort den Newsletter regelmäßig lest oder die tollen Publikationen, Themen oder jetzt eben das kuratierte Dossier, da ist eben Stefan der verantwortliche Redakteur, der dahinter steckt. So, und heute geht's um Body of Knowledge. Da bin ich schon sehr gespannt und deshalb beende ich jetzt auch rasch meine Freigabe und übergebe an dich, Stefan. Ja, mit dem Thema Body of Knowledge beschäftige ich mich schon ein bisschen länger. Ich habe dazu Informationen, eigene Erfahrungen aus Aufträgen und Projekten in Organisationen zusammengestellt. Ich habe auch Berichte und Erfahrungen anderer aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt und aufbereitet. Ja, und über das Resultat will ich euch heute in der nächsten halben Stunde ein paar Punkte zusammenfassen. Und wir starten einfach direkt gleich rein. Ich will an einem ganz ungewöhnlichen Punkt starten, nämlich in Portugal, circa 1450. Ihr habt bestimmt alle schon mal was gehört von Heinrich dem Seefahrer. Der war Mitte des 15. Jahrhunderts Schirmherr und Auftraggeber zahlreicher Entdeckungsreisen per Schiff. Diese Entdeckungsfahrten entlang der westafrikanischen Küste waren der Grundstein für die portugiesische See- und Kolonialmacht. Heinrich der Seefahrer hat, der Legende nach zumindest, wesentliche Grundsätze für den Umgang mit dem nautischen Wissen eingeführt. Er sagte nämlich ungefähr das Folgende: Unser Wissen über die Seefahrt ist wertvoll. Mit der Kenntnis über Fahrten, Küsten und Regionen haben wir einen einmaligen Wettbewerbsvorteil vor anderen Seefahrern. Ich bin der Organisator für diese Fahrten und ich wünsche mir nicht nur volle Schiffsladungen. Ich fordere auch, dass Informationen und Hintergründe über Wege und Orte hier gesammelt werden und für künftige Fahrten zur Verfügung gestellt werden. Der Legende nach hat Heinrich der Seefahrer dazu eine Schule für die Seefahrt gegründet, gelegen in der Stadt Chagres in Portugal. Ihr seht hier ganz links außen die kleine Nadel. In der Seefahrerschule von Chagres wurden die gewonnenen Kenntnisse in Navigation, Kartografie und Schiffbau gesammelt, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Damit hat Heinrich der Seefahrer in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wesentliche Grundlagen für das Konzept Body of Knowledge definiert und vor allen Dingen auch gleich praktisch umgesetzt. Eine kurze Notiz dazu, bevor es gleich losgeht. Diese Fahrten waren natürlich verbunden mit Imperialismus, Raub und Sklavenhandel. Das sind absolut kritische Aspekte, die keinesfalls beschönigt werden sollen. Wichtiger Punkt gleich hier vorab. Das Konzept Body of Knowledge wird überall angewendet, auch für zwiespältige und strittige Themen. Für wen ist die Session heute gedacht? Die Session heute ist für alle, die sich schon mal irgendwie gefragt haben, Body of Knowledge, wozu ist das gut? Betrifft mich das? Die kommende halbe Stunde ist grob in drei Abschnitte aufgeteilt. Zunächst geht es um eine kurze Einführung, dazu ein paar Beispiele und Formate. Dann soll es um die Praxis gehen, nämlich den Nutzen, die Anwendung eines Body of Knowledge. Wer ist daran beteiligt? Was tun diejenigen, die daran beteiligt sind? Und welche Probleme haben sie eventuell damit? Und zum Schluss will ich aus wichtigen Aspekten eine Art Toolbox mit Fragen zusammenstellen, mit der sich ein Body of Knowledge bewerten lässt. Steigen wir also direkt ein. Was ist ein Body of Knowledge? Es gibt zahlreiche Definitionen. Auch wenn der Begriff schon auch ein bisschen unsere kreative und künstlerische Seite antriggert, die fachliche Definition liest sich relativ nüchtern. Ein Body of Knowledge, da geht es um Begriffe, Wissen, Konzepte und Aktivitäten aus einem speziellen Fachgebiet. Die werden verbunden, strukturiert und zur Verfügung gestellt von den Beteiligten des Fachgebietes und für die Beteiligten des Fachgebietes sowie weitere Stakeholder. Wenn ich so auf die Straße gehe und meine Kollegen frage, Body of Knowledge, dann gibt es relativ wenig Reaktionen und das kenne ich, Aussagen. Wenn ich aber sage, Wissensrepräsentation oder Leitlinienwissen, Glossar, Lehrplan, Richtlinienkatalog, ihr seht hier unten dafür, Library, dann kommt relativ schnell ein gutes Feedback und vor allen Dingen auch, ja, das kenne ich, damit arbeite ich zusammen. Was wir jetzt hier schon sehen, diese
Definition ist schon ziemlich übereinstimmt mit dem, was Heinrich der Seefahrer mit seiner Idee im 15. Jahrhundert auch schon gedacht hat. Das liegt nahe beieinander. Bei meiner Recherche zur Definition habe ich noch drei ganz interessante und pragmatische Fundstücke entdeckt. Da hieß es zum Beispiel, ein Body of Knowledge kann von den Beteiligten durchaus als Prüfstein genutzt werden, um anderen den Zugang zum Fachgebiet zu erlauben oder zu verweigern. Ein anderes Fundstück, der Body of Knowledge ist hilfreich, um von Außenstehenden einer bestimmten Disziplin zugeordnet werden zu können. Da kommen schon ein bisschen die Stakeholder zum Ausdruck. Und ein drittes Fundstück, der Body of Knowledge wird sehr oft wie eine Art Job Description für das Fachgebiet entwickelt, liest sich also manchmal ja wie eine überdimensionale Stellenanzeige. Was stand nun drin in den Fahrtenbüchern der Kapitäne unter Heinrich dem Seefahrer? Was finden wir heute in einem Body of Knowledge vor? Zum einen, es geht um Erfahrungen. Es geht um reale Erfahrungen. Es geht um alte und neue Erfahrungen, ganz wichtig. Dazu die notwendigen Details, im Fall der Seefahrer die Beschreibung der Fahrten zum Beispiel. Es geht um Grundlagen und Grundsätze des Fachgebietes. Bei Heinrich dem Seefahrer ging es vor allem um die Nautik, heute um etliche weitere Disziplinen. Diese Grundlagen, diese Grundsätze stehen eigentlich fest, müssen nicht begründet werden innerhalb eines Body of Knowledge, aber sie sollten natürlich nachvollziehbar dargestellt sein. Des Weiteren findet ihr in einem Body of Knowledge Konzepte und Theorien. Konzepte aus den verschiedenen Spezialbereichen des Fachgebietes, Theorien des Fachgebietes, abgeschlossene, aber auch neue Theorien. Forschung spielt einen ganz wichtigen Punkt in einem Body of Knowledge, sollte keinesfalls ausgeschlossen sein. Es geht weiterhin um die fachliche Praxis, um die Tätigkeiten innerhalb der Disziplin. Da geht es dann um fachliche Begriffe und ihre Definitionen. Es geht um wissenschaftliches Wissen und Informationen dazu, wie es bewiesen ist, dieses Wissen und diese Informationen. Techniken, es geht um Praktiken, es geht um fachliche Vorgänge, die beschrieben werden. Und auch hier wichtig, alte genauso wie neue. Es geht um fachliche Fähigkeiten, nicht zu vergessen, die dazugehörenden Verantwortungen, die Kompetenzen, Rollen und Funktionen, auch Institutionen innerhalb des Fachgebietes. Letztlich wird in einem Body of Knowledge werden Informationen über die Disziplin selbst geliefert. Da geht es um allgemeine Vorgänge und Ereignisse und auch Veranstaltungen, die mit dem Fachgebiet zusammenhängen. Es geht um das Wissen zur historischen Entwicklung des Fachgebietes. Und letztlich geht es auch, wichtiger Punkt, um Einstellungen und Haltungen innerhalb des Fachgebietes zu bestimmten Themen. Dazu gehören auch Erläuterungen und Erklärungen für Werte und Überzeugungen, letztlich auch ethische Fragestellungen. So ein Body of Knowledge kann also je nach Disziplin ziemlich umfangreich sein. Dahinter steckt in der Regel also viel Arbeit und Aufwand für Entwicklung und Pflege. Und gerade deshalb ist es für die beteiligten Experten umso wichtiger, externe Entwicklungen und Inhalte aktiv zu beobachten, trotz aller Expertise im eigenen Gebiet. Wenn man sich gerade ausführlich mit den eigenen komplexen Inhalten beschäftigt, kann genau das als zusätzliche Aufgabe ziemlich herausfordernd sein und wird auch häufig, so meine Erfahrung und Beobachtung, wird auch übersehen, der Blick nach draußen. Es geht also dabei um die Fähigkeit, den Blick offen zu halten über die eigene Community und über das eigene Fachgebiet hinaus. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Fragen zu stellen und Fragen zuzulassen innerhalb dieser fachlichen Community. Nämlich die Frage zum Beispiel, gibt es verwandte oder naheliegende Disziplinen, von denen wir lernen können? Entwickeln diese Disziplinen selbst Bodies of Knowledge, die an unseren Body of Knowledge womöglich andocken? Sind wir vielleicht sogar verpflichtet, andere Disziplinen und ihre Bodies of Knowledge zu berücksichtigen? Zum Beispiel, weil diese Disziplinen die Grundlage bilden für unseren eigenen Fachbereich. Denkt an der Stelle zum Beispiel an die Medizin und ihre zahlreichen weiteren Disziplinen, die damit verflochten sind. Ein weiteres Beispiel, die Architektur. Sehr komplex, sehr umfangreich mit all ihren Teildisziplinen und naheliegenden Disziplinen. Der Architektur-Body of Knowledge hat zahlreiche komplexe Verbindungen zu anderen Disziplinen und ihren Bodies of Knowledge. Links seht ihr eine ziemlich umfassende Liste. In dieser Liste wusste ich in ungefähr von der Statik beispielsweise. Das ist nachvollziehbar, die Gesetzgebung, Bauordnung und so weiter, der Denkmalschutz und
Das sind drei naheliegende Disziplinen, die einem natürlich sofort einfallen. Aber ich war relativ überrascht zu hören von verwandten Disziplinen wie Musik, Psychologie, Abfallwirtschaft. Diese Auflistung, die ihr hier links seht, ist übrigens von den Fachbereichen für Architektur diverser Hochschulen zusammengestellt. Und anhand dieses Beispiels könnt ihr euch eine interessante Frage stellen, jetzt schon zur Ausrichtung und zum Ziel eines Body of Knowledge. Ist dieser Body of Knowledge als Lehrplan für Ausbildung, Weiterbildung gedacht, also mehr für den Anwendungsbereich Pädagogik? Oder sollen damit die entsprechenden Kompetenzen mehr aus einer Beschäftigungsperspektive für die fachlich schon ausgebildete Praxis gezeigt werden? Es gibt zahlreiche Beispiele für etablierte Bodies of Knowledge in unterschiedlichsten Disziplinen. Eine Vielzahl von Berufsgruppen und universitärer Fachbereiche nutzt einen Body of Knowledge, um ihr Fachwissen zu organisieren. Zum Beispiel Berufsgruppen wie Anwälte, Ärzte, Vermessungsingenieure, Softwareingenieure, genauso wie Pflegepersonal. In der Abbildung hier seht ihr ein paar Beispiele für fachliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Projektmanagement, Automatisierung, Datenmanagement, Qualitätsmanagement. Der Hinweis links unten führt euch übrigens zur Foundation des Skills Framework for the Internet Age. Die fassen auf ihrer Webseite eine Liste zusammen mit weit über 50 Bodies of Knowledge für verschiedene Branchen und Fachbereiche. Naja, und Heidi Klums ganz spezielle Idee für den Body of Knowledge war hier schon mal zumindest aufgeführt als Ankündigung für die Problemzonen, auf die wir später noch zu sprechen. Nun fragt ihr euch bestimmt, wie sieht er eigentlich aus, dieser Body of Knowledge? Und gleich vorweg, es ist eher selten eine reine Begriffsliste. Es ist sehr viel öfters ein Glossar mit umfassenden Erläuterungen, manchmal fast schon eine Art enzyklopädisches Glossar. Ganz häufig werden Methodenbeschreibungen gesammelt mit sinnvollen Verlinkungen und Verweisen. Geschrieben oftmals in einer eher akademischen Sprache, manchmal auch für den Laien verständlich. Meistens natürlich in der Originalsprache, immer öfters auch in Übersetzungen in andere Sprachen. Sehr häufig wird ein Body of Knowledge gedruckt als Buch, als Bücher, als Hefte, als Fortsetzungswerke. Eine fachliche Leseliste kann man genauso drunter verstehen. Vielleicht handelt es sich um eine ganze fachliche Bibliothek. Das Ganze kann online als Webseite aufgeführt sein oder als eine ganze Sammlung von Websites. Es gibt Bodies of Knowledge, die als PDF zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt sehr unterschiedliche Formate. Dahinter stehen redigierende Prozesse. Prozesse, die insbesondere eben herausgeberisch orientiert sind, die immer fachlich für die eigene Disziplin aufgestellt sind. Und wie gesagt, redaktionelle Prozesse. Auf diese redaktionellen Prozesse will ich gleich noch zu sprechen kommen. Abhängig von der zuvor festgelegten Zielsetzung kann ein Body of Knowledge den Mitgliedern der fachlichen Community zur Verfügung gestellt werden oder auch zusätzlich der Öffentlichkeit bzw. den bekannten Stakeholders. Ein Body of Knowledge wird zugänglich gemacht und ist kostenfrei oder er wird ausschließlich kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Meistens laden die Herausgeber dazu ein, den veröffentlichten Body of Knowledge anzuwenden. Manchmal tun sie das auch nicht. Ähnliches gilt für die Aufforderung zur Rückmeldung oder zum User-Feedback. Meistens wird dazu eingeladen, aber es wird wohl auch Gründe geben, darauf zu verzichten. Dieser letzte Punkt führt zu der Frage, was haben sich die Herausgeber eigentlich dabei gedacht, einen Body of Knowledge zu entwickeln? Wofür brauchen sie einen Body of Knowledge? 5 Punkte, ganz kurz zusammengefasst. Es kann sich dabei um ein Kompetenzhandbuch handeln für fachliche Disziplinen. Das ist der Leitfaden oder das Handbuch für alte und neue Beteiligte innerhalb der Disziplin, zwecks Orientierung, zwecks Ausbildung, zwecks Referenz. Es ist ein Referenzdokument, mit dem Expertise und fachliche Qualifikationen von Personen und Organisationen bewertet werden kann. Damit lassen sich also auch Kompetenzdefizite oder Qualifikationslücken entdecken und bewerten, und zwar bei den Teilnehmern genauso wie auch für die ganze Disziplin. Bei einem Body of Knowledge kann durchaus auch der Gedanke dahinter stecken, dass ein Kanon für die ganze Disziplin entwickelt werden soll. Das kann der Versuch sein, den eigenen Fachbereich zu vereinheitlichen, wobei es
hier genau erfahrungsgemäß zu Diskussionen kommt. Denn es soll dabei ja nicht ums Gleichmachen gehen oder um das Reduzieren einer Disziplin gehen, sondern eben um das Zusammenfassen dessen, was bekannt ist. Ein Body of Knowledge dient auch der Weiterentwicklung und gleichzeitig dem Rückblick für die fachliche Disziplin. Er kann genutzt werden, um Herausforderungen und Chancen für diese fachliche Disziplin zu ermitteln. Mit ihm wird festgehalten, was ist bekannt. Und er sollte natürlich auch offen umgehen mit den Lücken, also mit dem, was nicht bekannt ist innerhalb der Disziplin. Ein Body of Knowledge und seine Versionen der Überarbeitung bieten übrigens eine Möglichkeit und eine gut dokumentierte Grundlage, um über die Vorgeschichte und die Entwicklung der Disziplin zu forschen. Ein Body of Knowledge lässt sich übrigens hervorragend einsetzen dafür, um ungefähre Grenzen zu anderen Fachbereichen zu entdecken und zu definieren und um gleichzeitig auch Beziehungen zu Schwesterdisziplinen zu gestalten. Denkt, wie gerade eben gezeigt, an den Body of Knowledge für Architektur. Die Hochschulen sind hier sehr intensiv engagiert, eben sehr interdisziplinär an dieses Thema Architektur in dem Fall heranzugehen. Ja, es gibt auch die Idee, dass der Body of Knowledge eine solide Basis für die Anerkennung und Stellung der Disziplin der Öffentlichkeit darstellt. Er ist ja im Prinzip eine zitierfähige, vollverantwortliche Grundlage, auch übrigens für die Wissenskommunikation in Richtung Öffentlichkeit. An der Entwicklung und Nutzung eines Body of Knowledge können eine ganze Reihe von Personen beteiligt sein und noch viel mehr, die davon betroffen sind. Da gibt es zunächst mal den Herausgeber oder ein Herausgeberteam. Idealerweise sind die autorisiert und beauftragt durch die fachliche Community bzw. deren Vertreter. Dieses Herausgeberteam ist natürlich Bestandteil oder ist Teil der fachlichen Disziplin, der fachlichen Community. In der Community selbst gibt es weitere, vielleicht noch gar nicht identifizierte Personen oder Personenkreise, die sich aktiv mit der Etablierung Pflege eines Body of Knowledge beschäftigen. Denkt an die Begriffe, die ich euch vorhin bei der Definition geliefert habe. Der Body of Knowledge outet sich nicht dadurch, dass er sagt, ich bin ein Body of Knowledge, sondern es gibt wirklich sehr, sehr viele Begrifflichkeiten. Die Liste von oben in der Definition war nicht vollständig natürlich. Es gibt also in der Community weitere Teilnehmer und Beobachter, die sich sehr für die Entwicklung dieses fachlichen Body of Knowledge interessieren. Andere interessieren sich überhaupt nicht dafür, für diese Initiative, haben aber sehr wohl eine Meinung dazu. Auch die gilt es zu berücksichtigen. Vielleicht gibt es innerhalb der Community Arbeits- oder Fachgruppen, die sich mit dem Wissensbestand der Community bereits beschäftigen. Die zu übergehen, wäre echte Verschwendung. Darüber hinaus gibt es Gremien in Unternehmen und Organisationen, die auch durch Hierarchiestufen und Managementebenen sich definieren. Dazu gibt es Ausschüsse, im öffentlichen Bereich gibt es Unterausschüsse, das kennt ihr bestimmt. Die wollen informiert und womöglich auch beteiligt sein, zumindest spätestens bei der Entscheidung und an der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung eines Body of Knowledge innerhalb ihrer Disziplin, innerhalb ihrer Organisation. Vielleicht gibt es innerhalb der Organisation weitere Initiativen zur Forschung oder zu gemeinschaftlichen Bemühungen oder es gibt laufende Projekte, in denen ein fachlicher Wissensbestand entwickelt und strukturiert wird. Auch das sollte unbedingt einfließen bei der Etablierung eines Body of Knowledge. Jetzt verlassen wir mal unsere eigene Community und erweitern unseren Blick nach draußen. Eventuell gibt es Organisationen im thematischen Umfeld, die unseren Wissensbestand beeinflussen, deren Body of Knowledge, wie schon erwähnt, vielleicht maßgeblich für uns ist. Ganz allgemeine, aber wichtige Frage, wer sind die Stakeholder unserer Community? Wer von denen hat ein Interesse an unserem Body of Knowledge? Für wen spielt unser Wissensbestand eine Rolle? Hier lohnt sich vielleicht auch eine systematische Stakeholder-Analyse. Das führt direkt zum nächsten Punkt, nämlich der Bereich Öffentlichkeit. Hochspannend. Die Öffentlichkeit kann von einem fachlichen Thema durchaus mehr betroffen sein, als wir das als fachlich Betroffene das zunächst ahnen. Die Öffentlichkeit nimmt die Vertreter des Fachthemas oft sehr bewusst wahr und respektiert sie, hoffentlich. Beispiele, die ihr alle aus eurem Alltag und aus der letzten Zeit kennt, ist das Thema Forschung, das Thema Technologieentwicklung, der Bereich Medizin, hier auch am Rande erwähnt, aktuell die Pandemie, das Thema Klimaentwicklung. Und schlussendlich gibt es eine Gesellschaft, in der wir als Teilnehmer
in unserer Community agieren. Wir müssen in dieser Gesellschaft Regeln und kulturelle Vorgaben respektieren, tolerieren und vielleicht sogar unterstützen, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Auch indem wir entsprechende Inhalte in unserem Wissensbestand danach ausrichten. Das soll jetzt einfach als kleiner Einstieg, wer ist davon betroffen und wer ist daran beteiligt, ein kleiner Überblick sein zu den Beteiligten bei der Entwicklung und Anwendung eines Body of Knowledge. Aber ihr seht schon jetzt, das kann unter Umständen sehr vielschichtig und sogar unübersichtlich werden. Es ist also durchaus nützlich, ein Verständnis zu entwickeln für mögliche Beteiligte innerhalb, aber eben auch ganz besonders außerhalb der eigenen Community. Jetzt kommen wir zum inhaltlichen Entwicklungsprozess. Da picke ich einfach mal drei Punkte heraus, die in sehr unterschiedlichen Bodies of Knowledge oder den Berichten dazu immer wieder erwähnt und betont werden. Ich habe das vor allen Dingen sehr schön nachlesen können im Body of Knowledge für Landvermessung, Amerika in dem Fall, im Body of Knowledge für medizinische Pflege und seid bestimmt auch überrascht wie ich, im Body of Knowledge für Maschinenbau. Punkt 1. Es wird empfohlen, den Body of Knowledge auf zwei Inhaltsebenen zu entwickeln, auf einer Makroebene und auf einer Mikroebene. Was ist damit gemeint? Auf der Makroebene werden allgemeine Begriffe wie Fähigkeiten, Einstellungen und Wissen der Disziplin behandelt. Dabei geht es um die Grundsätze, um die Konzepte, um langfristig gültige Definitionen. Auf der Makroebene werden auch oft soziale und kulturelle, auch institutionelle Aspekte aufgegriffen. Es geht dabei um die Einordnung in dem Umfeld, in dem die fachliche Disziplin unterwegs ist. Beim Erarbeiten der Makroebene gibt es übrigens eine recht hilfreiche Leitfrage. Hat mich überrascht, fand ich sehr hilfreich. Was machen die Vertreter unserer Disziplin, und zwar aus der Sicht eines externen Beobachters? Dieser Perspektivenwechsel, der damit verbunden ist, hilft, das eigene fachliche Wissen mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Und es ist übrigens ein guter Ansatz für verständliche Sprache, ganz bewusst mit Blick auf die Öffentlichkeit oder auch auf neue Mitglieder unserer Community. Ja, und demgegenüber steht die Mikroebene eines Body of Knowledge. Hier werden im Detail die Theorien, Methoden, Technologien und Verfahren der Disziplin aufgegriffen. Auf der Mikroebene geht es dann auch um die aktuellen Anforderungen für die berufliche Praxis in unserer fachlichen Disziplin. Einen Body of Knowledge auf beiden Ebenen zu entwickeln, bringt einen enormen Vorteil. Zum einen werden dadurch die aktuellen Anforderungen der Disziplin definiert. Und zum anderen werden langfristige strategische Aspekte der Disziplin herausgearbeitet oder auch erstmals gefunden. Punkt 2. Beim Management eines Body of Knowledge kann man zwei herausgeberische Ansätze beobachten, nämlich das Kuratieren und das Zusammenfassen der Inhalte. Beim Kuratieren werden vollständig Inhalte und Dokumente ausgewählt und in einem zuverlässigen Rahmen eingeordnet und präsentiert. Und ja, Beispiele hier könnt ihr euch vorstellen, ein Bibliothekar kuratiert eine Büchersammlung. Die Inhalte der Bücher werden nicht verändert. Ein Museumsarchivar, anderes Beispiel, kuratiert eine Sammlung von Fossilien, Gemälden oder historischen Objekten. Beim fachlichen Zusammenfassen dagegen, übrigens Englisch Synthesize, werden Inhalte fachlich-intellektuell zusammengeführt und aufbereitet. Es geht um die Synthese von Inhalten, um die Beseitigung von Redundanzen und Widersprüchen. Es wird inhaltlich redigiert und fachlich lektoriert. Anders als beim Kuratieren werden hier bestehende Inhalte nicht nur präsentiert, sondern neue Inhalte geschaffen auf der Grundlage vorhandener Informationen und Dokumente. Und der letzte Punkt, 3. Immer wieder wird bei der Entwicklung eines Body of Knowledge auf die Delphi-Methode hingewiesen, die ihr erkennt. Delphi-Methode, eine Expertengruppe wird zu fachlichen Inhalten befragt. Die Ergebnisse werden in mehreren Runden zur gleichen Expertenrunde wieder vorgelegt, zur Abstimmung. Und das Ziel ist, durch diese mehrstufige Befragung soll ein Konsens geschaffen werden zu den fachlichen Inhalten. Bei der Delphi-Methode wird allerdings oft auch kritisiert, dass diese mehrmaligen Durchläufe erheblichen organisatorischen und zeitlichen Aufwand verursachen. Ja, soweit diese drei Punkte zu inhaltlichen Prozessen bei der Entwicklung eines Body of Knowledge. Bisher haben wir gesehen, an einem Body of Knowledge sind Menschen und Gruppierungen beteiligt. Es geht um soziale Prozesse und fachliche Kommunikation. Ja, und all das bedeutet, wir müssen über einen ganz bestimmten Punkt reden, der sehr wesentlich ist, nämlich die Problemzonen beim Umgang mit
dem Body of Knowledge. Ein Body of Knowledge kann leider auch schiefgehen. Dazu ein paar ganz spannende Beobachtungen, die ich aus verschiedenen Dokumenten und auch Gesprächen gesammelt habe. Das Thema Update-Zyklen, wie schnell schafft es eine Community, ihren Body of Knowledge zu aktualisieren angesichts ständiger Entwicklungen in der eigenen Disziplin und in deren Umgebung? Ihr könnt euch vorstellen, dass von diesen Updates nicht nur die Anwendbarkeit eines Body of Knowledge abhängen kann, sondern auch das fachliche Ansehen in der Öffentlichkeit. Die Länge des Update-Zyklus kann also Erfolg und Ansehen der Disziplin massiv beeinflussen. Nächstes Thema, Body of Knowledge gegenüber Innovation. Frage an euch, was geschieht, wenn wir uns auf einen Body of Knowledge im guten Glauben vollumfänglich und dauerhaft verlassen? Das Ergebnis zahlreicher Untersuchungen und Beobachtungen, unsere Bereitschaft für Innovation lässt nach. Unsere Neugier auf Neues und unsere Lernbereitschaft durch eigene Erfahrungen können leider sehr erfolgreich ausgebremst werden durch einen solide aufgestellten und nachhaltig verteidigten Body of Knowledge. Das nächste Thema, der Body of Knowledge ist ein Mindset oder er vertritt ein Mindset. Hinter einem Body of Knowledge steht immer auch eine Einstellung, eine Haltung und die Mitglieder der eigenen Community oder auch andere Stakeholder und Betroffene stellen sich natürlich in diesem Zusammenhang die Frage, passt dieser Body of Knowledge mit den darin vertretenen Haltungen zu mir und meinem eigenen Mindset, zu meinem eigenen Weltbild oder gibt es vielleicht Widersprüche zu meinem eigenen Weltbild? Ihr erinnert euch an das Beispiel am Anfang, die Landkartenkunst der portugiesischen Eroberungs- und Beutefahrten im 15. Jahrhundert gegenüber einer humanistischen Weltanschauung, in der alle Menschen die gleichen Grundrechte haben müssen. Ja, ein weiterer Punkt, sehr spannend, akademische Fakten kontra menschliche Erfahrungen. Die Herausgeber eines Body of Knowledge neigen manchmal dazu, ihren Wissensbestand möglichst akademisch zu entwickeln. Im Idealfall soll alles mit möglichst mathematischen, betriebswirtschaftlichen oder auch rechtlichen Aspekten fundiert werden. Das kann man auch in einem bestimmten Punkt nachvollziehen. Die Kollegen wollen untereinander brillieren. Das ist ein guter menschlicher Punkt an dieser Stelle. Allerdings gibt es Disziplinen, für die es unbedingt notwendig ist, gezielt auch relatives, sozial konstruiertes Wissen durch Befragung gewonnenes Wissen zu berücksichtigen, eben menschliches Erfahrungswissen. Denkt hier auch nochmal an die Bereiche Medizin und Architektur. Trotz allem Fachwissen müssen auch hier menschliche Erfahrungswerte aufgenommen werden, sonst kann wirklich viel schiefgehen. Ja, und weil wir jetzt schon bei den Problemen rund um soziale Prozesse und fachliche Kommunikation sind, will ich euch kurz hinweisen auf ein wirklich eng damit verflochtenes Thema, nämlich kognitive Verzerrungen beim Umgang mit Informationen und Wissen. Diejenigen von euch, die an meiner WMOOC-Session letztes Jahr teilgenommen haben, werden sich erinnern an diesen meist unbewussten, systematischen, fehlerhaften Neigungen beim Wahrnehmen, beim Erinnern, beim Denken und beim Bewerten von Inhalten. Ich will nicht mit euch die ganze Liste durcharbeiten, aber ich will ein oder zwei Punkte herauswählen. Welche kognitiven Verzerrungen können einen schlechten Einfluss haben auf die Entwicklung eines Body of Knowledge? Steigen wir ein mit dem Bestätigungsfehler. Worum geht's hier? Wir bevorzugen Inhalte, die unsere bestehende Überzeugung bestätigen. Ihr könnt euch die Probleme der betroffenen fachlichen Community vorstellen, wenn die Beteiligten passende Inhalte zulassen, weil ihr fachliches Weltbild damit gestärkt wird und unpassende Inhalte ausfiltern, weil ihr fachliches Weltbild keinesfalls in Frage gestellt werden soll. Ein weiterer Punkt, den ich rauspicken will für euch hier, ist diese besondere Verzerrung Curse of Expertise. Wir neigen zu der Annahme, dass andere immer ausreichend fachlichen Hintergrund haben, um uns zu verstehen, um das zu verstehen, was wir fachlich aussagen. Das Resultat für den Body of Knowledge: selbst innerhalb der fachlichen Disziplin werden einige Teilnehmer nicht alles verstehen und den Anschluss damit verpassen. Und als letztes eine Verzerrung, die ja eigentlich ein wahrer Killer ist für den Body of Knowledge: digitale Amnesie. Wenn wir nämlich wissen, dass bestimmte Inhalte leicht zugänglich hinterlegt sind und schnell aufgefunden werden können, dann neigen wir aus Gründen der Bequemlichkeit und Effizienz dazu, die uns nicht zu merken oder wir übergehen sie einfach. Das führt dazu, dass wir uns diese Inhalte nicht mehr aneignen, sondern bequemlicherweise im Bedarfsfall abrufen. Und das
Das wäre ja wirklich ein absolutes No-Go für einen Body of Knowledge und die damit verbundenen disziplinorientierten Ideen. Ich mache jetzt mal an dieser Stelle einen kurzen Punkt. Wer sich für weitere Verzerrungen beim Umgang mit dem Thema Information und Wissen interessiert, den empfehle ich die Aufzeichnung der Demo-Session, die Truthahn-Illusion vom letzten Jahr. Gabriele und Dirk haben dieses Video über YouTube zur Verfügung gestellt. Die Angaben seht ihr hier links unten als Hinweis aufgeführt. Ja, wie ihr bisher gesehen habt, es kann ziemlich viel passieren bei der Entwicklung und bei der Anwendung eines Body of Knowledge. Zum Schluss will ich euch aus alledem ein paar wichtige Punkte herausgreifen, um daraus eine kleine Toolbox zu entwickeln mit 9 ganz konkreten Fragen. Diese 9 Fragen bieten Anhaltspunkte, mit denen ihr im Alltag und in fachlichen Situationen wichtige Merkmale und Qualitätsaspekte eines Body of Knowledge direkt selbst überprüfen könnt und damit letztlich auch die wichtigste Frage, die über allem steht, beantworten könnt, nämlich ist es ein Body of Knowledge oder ist es nicht? Kann ich diesem Body of Knowledge vertrauen? Kann und will ich mich darauf einlassen? Dazu 9 Checkpunkte und ihr werdet die Inhalte der letzten halben Stunde dabei gleich wiedererkennen. Ist dieser Body of Knowledge leicht auffindbar? Ist er zugänglich? 2. Ist es mir möglich, mit diesem Body of Knowledge ein Verständnis zu entwickeln für die Inhalte der fachlichen Disziplin, für deren Selbstsicht, für die Ziele der Disziplin? 3. Gibt es sichtbare und verantwortliche Eigentümer, Herausgeber, Verwalter für den Body of Knowledge? Gibt es eine sichtbare Community, 4. eine Community of Practice, die aktiv am Body of Knowledge beteiligt ist und die ihn anwendet? Werden die Inhalte des Body of Knowledge kuratiert oder zusammengefasst? Ihr erinnert euch an die beiden Punkte. Wie gehen die Herausgeber mit den sozialen und psychologischen Problemzonen eines Body of Knowledge um und wie mit übrigens auch seinen strittigen Themen? Werden die Nutzung und die Entwicklungsversionen des Body of Knowledge sichtbar gemacht? Sind diese Entwicklungsschritte erkennbar? Seht ihr, entdeckt ihr, ganz wichtiger Punkt, eine Einladung der Herausgeber mit der Bitte, wendet unseren Body of Knowledge an, bitte überprüft ihn. Oder aber auch, welche Gründe könnte es geben, wenn diese Einladung ausbleibt? Und 9. und letzter Punkt, bieten die Herausgeber sichtbare Mechanismen und Strukturen an für die Kommunikation zu diesem Body of Knowledge und auch für die Aktualisierung der Inhalte. Diese Toolbox bis hier kann durch weitere Aspekte natürlich ergänzt werden. Manche der Fragen führen zu vertiefenden Fragen und Ideen, mit denen Merkmale und ja, Qualitätsaspekte eines Body of Knowledge überprüft werden können. Letztlich entscheiden wir aber so immer ungefähr anhand dieser Antworten auf diese Fragen, ob wir einen Body of Knowledge akzeptieren und ob wir damit handeln wollen, ob wir ihn akzeptieren und damit umgehen wollen. Damit will ich zu einem Zwischenstand kommen, der darauf hinweist, der euch vorstellen soll, ein Body of Knowledge, das ist also laut Definition ein veröffentlichter Wissensbestand innerhalb oder auch außerhalb einer fachlichen Community, unter Umständen für eine ganze Disziplin. Die Beteiligten schaffen und bestätigen sich damit eine Art disziplinäres Territorium, in dem sie fachlich agieren. In diesem Territorium gehen wir um mit unserem eigenen Wissen und auch gleichzeitig mit dem Wissen anderer. Es geht um erprobtes Wissen, aber es geht auch um Veränderungen und neue Erfahrungen. Ein Body of Knowledge wird somit auch zum Indikator für unseren Umgang mit diesem gemeinsam genutzten Wissen. Inhalte und Formate führen zu einem Look, einem Format für den Body of Knowledge. Und mit diesem Format treten wir als fachliche Community auf, auch vor einer Öffentlichkeit, quasi unserem Publikum. Und wie ihr gesehen habt, in diesem Publikum sitzen viele Beteiligte. Manche davon kennen wir gut, andere sollten wir vielleicht besser kennen. Alles in allem können wir anhand eines Body of Knowledge auch Hinweise finden über den aktuellen Zustand der fachlichen Community und auch über die allgemeine Lage der fachlichen Disziplin. Ja, und damit Frage an euch, welchen Body of Knowledge kennt ihr aus eurer Praxis, in eurem Alltag? Seid ihr beteiligt an einem Body of Knowledge? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Damit möchte ich an euch und an die Moderatoren zurückgeben, Gabriele und Dirk. Vielen Dank. Ich bin darauf gekommen, weil du, Stefan, vorhin das Thema medizinische Pflege benutzt hast.
Und Begriff medizinische Pflege mag ich nicht so gerne, aber das ist eine berufspolitische Geschichte. Aber ich habe darüber nachgedacht mit den Begrifflichkeiten Mikro- und Makroebene und habe für mich so überlegt, ist es richtig, dass es in Bezug auf die Makroebene die Pflege als Wissenschaftspflege übergeordnet gemeint ist, mit den ganzen Teilaspekten, die darunter gehören und auch mit den Disziplinen, wozu es Schnittmengen gibt, wie zum Beispiel Psychologie, Medizin, Sozialpädagogik, also auch Architektur kann man damit reinbringen, weil es ja auch um die Gestaltung von Einrichtungen geht und diese Sachen. Und ist es dann auch auf der Mikroebene zum Beispiel, auf der Einrichtungsebene, wenn ich da eine bestimmte Möglichkeit schaffe, alles Wissen, alle Schnittstellen, die mit dem Thema Pflege zu tun haben, zu bündeln und unter diesem Thema Body of Knowledge zu betrachten. Wenn ich zum Beispiel sage, auf der Einrichtungsebene ist es die Gesamtheit von Standards, Verfahren, Studien, die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, wie gestalte ich zum Beispiel Informationspolitik innerhalb der Berufsgruppe? Habe ich das so richtig verstanden oder kann man das so beschreiben? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, du hast es in den Zügen, die du das jetzt auch skizziert hast, du hast es korrekt beschrieben oder es hat keinen Widerspruch gegeben zumindest. Ich bin natürlich auch kein Fachmann für Pflege oder für Medizin, für Einrichtungen, beziehungsweise für den ganzen Berufsstand. Bei der ganzen Angelegenheit, das habe ich auch versucht, ein bisschen in meinem Vortrag deutlich zu machen, geht es auch vor allen Dingen um Kommunikation. Und was jetzt speziell beim Bereich der Medizinpflege, ja, ich bin übrigens auch ein bisschen gestolpert über diesen Ausdruck. Bei diesem Bereich fällt aber auf, dass anscheinend in der Vergangenheit ein bestimmter Stakeholder, nämlich die öffentliche Hand, entweder bewusst ausgeklammert wurde oder auch jetzt, nachdem sehr viele Bereiche in der Pflege in private Hand übergegangen sind in den letzten 20 Jahren, hat es ganz neue Stakeholder auf einmal gegeben. Und die Frage, die sich stellt, ist die Wertschätzung, die Kommunikation, die Art und Weise, wie man mit jetzt den Beteiligten in dieser Branche oder in dieser Disziplin umgeht. Und zwar nicht nur die Beteiligten untereinander, sondern auch die öffentliche Seite oder der Staat, die Gesellschaft, diese beiden Punkte, die ich genannt habe. Da könnte man jetzt an dieser Stelle anhand dieses Modells, Body of Knowledge, bestimmte Analysen fahren und feststellen, da sind Versäumnisse gewesen in der Vergangenheit oder da sind bestimmte Punkte, das ist positiv auszudrücken, das sind bestimmte Punkte, wo man sich jetzt eigentlich drauf konzentrieren müsste. Und die aktuelle Entwicklung, wir haben das ja alle gehört, Herr Steinmeier empfiehlt die Einführung eines sozialen Engagements pflichtmäßig. Ist das eine öffentliche Antwort auf die Notsituation des Pflegepersonals? Wer ist jetzt beflissen, innerhalb der Branche Pflege auf so etwas zu reagieren? Gibt es Ansprechpartner? Gibt es jemanden, der da den Hut auf hat, auch mit Verweis auf einen Body of Knowledge eine Antwort zu geben? Das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee. Also ist nur ein Beispiel am Rande, ich will das gar nicht vertiefen. Aber das ist so ein typischer Bereich von Kommunikation rund um einen Body of Knowledge, der schon sehr, sehr lange bekannt ist und mit dem man sich vielleicht eventuell noch weiter intensiver beschäftigen müsste. Für mich hat sich dadurch gerade diese Problematik ergeben, wenn es keine einheitliche Struktur gibt in einem Bereich, dann ist es sehr schwer, das unter dem Begriff Body of Knowledge zu fassen. Das stellt sich für mich gerade so als eine Problemzone dar. Da stimme ich dir zu. Das ist extrem schwierig zu verwalten. Danke. Ja, genau, mir ist noch aufgefallen, dass das ja dadurch bei dem Beispiel für die Architektur hat man das sehr schön gesehen, dort häufig Überschneidungen gibt bei dem Body of Knowledge. Also was gehört bei uns im Body of Knowledge alles dazu? Und das sind ja Überschneidungen zu anderen Teildisziplinen. Und führt das nun zu Konflikten oder zu besserer Zusammenarbeit? Oder was sind die Chancen und was sind das Konfliktpotenzial, die sich daraus ergeben, dass ich gerade jetzt solche Überschneidungen bekomme? Weil wenn ich sage, das ist mein Body of Knowledge, rufen natürlich, wenn man das im Unternehmenskontext sieht, aber die Rechtsthemen sind eigentlich unser Thema bei der Rechtsabteilung. Also was du ansprichst, da geht es, ich will das Stichwort Definitionsmacht oder Definitionshoheit einfach mal in die Runde werfen. Ich habe das bislang ganz bewusst ausgeklammert. Es geht natürlich auch darum, wenn ein
Also jetzt in diesem Falle diese Auflistung, die ich euch gezeigt habe, die ich gerade eingeblendet habe, das ist jetzt eine relativ wertneutrale und Zusammenstellung, die natürlich diese Vielschichtigkeit in der Kommunikation oder auch in der Auseinandersetzung ausblendet. Das ist sehr primitiv, was ich euch hier zeige. In der Tat gibt es natürlich Konflikte zwischen den Disziplinen und den Teildisziplinen. Ich habe das teilweise schon jetzt nur anhand dieses Recherchebeispiels Architektur festgestellt, anhand der unterschiedlichen Quellen, auf denen ich da unterwegs war, unterschiedliche Fachbereiche, deren Websites, deren Angebote im Internet. Da wurden natürlich diese Angebote, die ihr hier seht, sehr unterschiedlich bewertet. Einige Dinge waren im Hauptstudium schwerpunktmäßig angeboten worden. Die gleichen Punkte waren an anderen Fachbereichen eher am Rande oder in einzelnen Seminaren angeboten worden. Also es gibt da sehr viele Schwerpunkte, die unterschiedlich gesetzt werden zum gleichen Thema. Und man hat dann natürlich auch, sobald es in die unternehmerische Ebene geht, wird eingeschlossen und ausgeklammert, wo es nur geht natürlich. Da haben die eigenen Interessen, die eigenen Zielsetzungen natürlich die erste Priorität. Auch hier wieder die Kommunikation, der Austausch. Und jetzt, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, was die Definitionshoheit, die Definitionsmacht angeht, wenn wir hier beispielsweise die Gesetzgebung herausgreifen, das ist eine extrem wuchtige Hoheit, an der kann nicht gerüttelt werden. Und das ist entsprechend auch sehr weit oben angesetzt in der Wichtigkeit oder in der Priorisierung in den verschiedenen Lehrplänen. Wenn es um Bereiche geht wie Stilkunde oder Soziologie, das sind sogenannte weiche Themen. Wir definieren das auch so in der Einordnung der Themen an den Hochschulen. Dann fällt das gerne schon mal hinten runter und muss vor der Gesetzgebung quasi erstmal sich hinten einreihen. Also da gibt es durchaus Strukturen, Traditionen und auch Vorgaben, auch oft gesellschaftliche Vorgaben, die Gesetzgebung als Teil der Gesellschaft, die hier eine sehr klare Reihenfolge vorgeben. Und da kann man natürlich schon kritisch die Frage stellen, findet da dann noch ein inhaltlicher Austausch statt oder ist man gezwungen, einen Body of Knowledge zu übernehmen ohne Wenn und Aber? Danke. Ja, du hattest ja gefragt, Stefan, ob wir einen Body of Knowledge kennen oder an einem beteiligt sind. Als du vorhin die Folie gezeigt hast mit diesen drei Schritten hin zum Body of Knowledge und da stand Inhalte kuratiert und oder zusammengefasst, kam mir die Idee, ist denn unser Kursbuch Wissensmanagement, also diese Webseite, die wir für den WMOOC nutzen, ist das schon ein Body of Knowledge für Wissensmanagement? Soll ich ehrlich antworten? Natürlich, bitte. Ja, natürlich ist es das, auf jeden Fall. Ihr seid ganz klar am Kuratieren. Also ihr setzt natürlich auch mit eurem inhaltlichen Lehrplan, setzt ihr Ansätze zum Zusammenfassen. Aber ich spreche jetzt mal einfach als Teilnehmer auch der Live-Sessions, da seid ihr Kuratoren, ganz klarer Fall. Das heißt, ihr greift, ich sage das jetzt mal negativ ausgedrückt, ihr greift nicht in meine Inhalte ein, aber ihr setzt sie auf eure Seite, auf euren Lehrplan, ihr integriert das, ihr macht Referenzen dazu, ihr ordnet das ein und ja, das ist das klassische Kuratieren. Aber tatsächlich, Stefan, mir ist das der Begriff in letzter Zeit immer wieder über den Weg gelaufen, auch in Unternehmen oder Organisationen, so nach dem Motto, ne, unser Body of Knowledge, so ein bisschen als Synonym für unser Daten- und Dokumentenbestand im weitesten Sinne. Das ist es nicht, so habe ich dich jetzt verstanden, weil es ist ja eine fachliche Disziplin, die da auch in ihren Grenzen und so ausgedrückt wird. Es ist ja nicht eine Strukturierung, Erfassung, irgendwie geartete Darstellung eines mehr oder weniger diversen Bestandes einer Organisation oder eines Unternehmens. Oder ist es das durchaus auch? Das Problem ist, der Begriff Body of Knowledge ist nicht geschützt. Das heißt, eigentlich darf den sich jeder draufkleben, auch eine Heidi Klum übrigens, wenn sie von ihrem Body of Knowledge spricht. Ich habe letztens auf Twitter, als die Queen verstorben ist, den durchaus ernst gemeinten und ernstzunehmenden Nachruf einer Anhängerin gelesen, was für ein Body of Knowledge geht von uns. Es gibt da durchaus unterschiedliche Sichten auf dieses Body of Knowledge. Dieser Begriff wird auch sehr häufig in der Kunst übrigens angewendet. So eben auch dann dein Beispiel mit den Unternehmen, die sagen, ja, wir haben jetzt hier einfach mal alles, was wir wissen, irgendwie zusammengestellt. Das ist unser Body of Knowledge für wie auch immer etwas. Manche werfen, ihr habt das gesehen in der Übersicht, werfen ein Buch auf den Markt und sagen, das ist unser
unser Body of Knowledge für Projektmanagement beispielsweise. Und wenn ich jetzt mit euch zusammen sehr streng diese Definition, die ich euch am Anfang gegeben habe, voraussetze, dann könnte man sagen, viele der Bodies of Knowledge, die da so kursieren, fallen hinten runter, sind eigentlich keine echten Bodies of Knowledge. Niemand ist in der Lage oder wir sind nicht in der Lage, denen das abzusprechen, das ist klar. Aber dazu sollten tatsächlich dann auch am Schluss diese neuen Fragen, diese kleine Toolbox behilflich sein. Ein Body of Knowledge hat ganz viel auch zu tun mit Interaktion. Und diese Interaktion, ja, man muss schauen, wenn ein Unternehmen oder ein Anbieter sagt, so, hier habt ihr unseren Body of Knowledge, dann könnte man anhand dieser neuen Punkte und noch vieler weiterer Punkte eine kleine Analyse fahren und käme auf ein entsprechendes Ergebnis. Ja, danke, Stefan. Sabine hat die Hand gehoben. Mir ist ein Stichwort jetzt, das kürzlich hochgekommen ist, in den Kopf gesprungen, der heißt evidenzbasiertes Wissensmanagement. Was wäre die nächste Stufe? Könnte man sagen, also jetzt einfach, was immer da mitschwingt, evidenzbasierten Wissensmanagement, wenn man sich so ein Ziel setzt, dass man da in Richtung Body of Knowledge für Wissensmanagement marschiert. Und das wichtigste Stichwort in der Richtung, was du für mich gesagt hast, ist, ein Body of Knowledge ist rezitierfähig. Und das ist jetzt so ein richtiges Gewicht, das dahinter steckt. Könntest du einfach für die allgemeine Definition, damit wir auf dem gleichen Stand sind, das evidenzbasierte Wissensmanagement kurz definieren? Ja, das ist jetzt im Moment ein Thema, das hochkommt im Rahmen der GFM. Man sagt, wäre es nicht interessant, genau das zu, also jetzt, was ist richtig, was ist falsch, in Bezug auf Wissensmanagement mit ins Spiel zu bringen, dass man wirklich Sicherheit schafft und dass man entsprechend auch eine Basis und eine Plattform schafft, die man rezitieren, die man zitieren kann. Also um deine Frage zu beantworten, ich würde schon sagen, ja, da kann der Body of Knowledge eine wesentliche Rolle spielen. Ich würde aber in diesem Falle auch jetzt speziell, was du im Zusammenhang mit der Gesellschaft für Wissensmanagement skizzierst, also die Zusammenstellung, die Teilnehmerschaft ist ja sehr, sehr heterogen. Wir haben da auf der einen Seite sehr viele Methodiker, sehr viele toolorientierte AnwenderInnen und auf der anderen Seite haben wir eine Akademie. Diese beiden unter einen Hut zu bringen, halte ich für eine interessante und herausfordernde Aufgabe. Ich würde es jetzt nicht auf die GFM beziehen, sondern es kam jetzt nur der Impuls daraus. Ah, ja, okay. Und um was es aber tatsächlich geht, ist jetzt Wissensbasen aufzustellen, die so belastbar sind, dass sie zitierfähig werden. Also dass man tatsächlich sagt, auf bestimmte Bereiche, was muss ich alles tun, um da einen Faktencheck dagegen zu halten? Jetzt nicht, das hat nichts mit der GFM zu tun, ja, sondern wirklich, welchen Anspruch habe ich auf die Aufbereitung von wie repräsentiere ich Wissen und wie stelle ich es dar? Also eher, wie gut ist die Basis? Okay, ja. Also da ist und wäre das dann, um das zu konkretisieren, vielleicht eine Diskussion zu gehen, zu sagen, ja, nehmen wir doch mal Body of Knowledge. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich kann ihn mir noch nicht so genau vorstellen, auch ein kurzes Browsen. Ich finde keinen, wo ich mich orientieren kann und sagen kann, ja, ich finde Body of Knowledge für Wissensmanagement, aber da ist noch nichts konkret, also so schnell finde ich nichts Konkretes dahinter. Ich kann mir von daher noch nicht vorstellen, wie das tatsächlich aussieht. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, in denen man das benutzt. Jetzt in Richtung Ausbildung, verstehe ich, da kommt dann sowas wie ein Curriculum, auf das man sich dann committet, dass man einfach weiß, das ist jetzt in einer gewissen Weise vollständig. Ich denke, dass es hier in die Tiefe geht und dass da auch der Content mit dahinter ist, während jetzt bei Ontologien oder bei einfach nur Aufstellungen habe ich halt nur die Struktur, die ich dann aber wirklich auch noch mit Inhalt und Content befüllen muss. Und das ist dann der Body of Knowledge. Ja, jetzt versuche ich deine Frage gerade noch herauszufischen, sofern du eine hattest, oder ist es eher ein Kommentar? Ich wollte wissen, ob ich richtig bin. Es ist ein Kommentar. Es ist einfach, du hast mich jetzt mit was konfrontiert. Es ist ein neues Konzept für mich. Und ich weiß nicht, ob ich dir folgen konnte, ob ich auf der richtigen Einflugschneise bin, ob ich das für mich in meine Welt so matchen kann, dass ich sehe, ah ja, es könnte eine Zielsetzung sein für. Ich habe in dem einen oder anderen Kommentar zum Thema Body of Knowledge auch immer wieder die Frage gefunden, kann es sein, dass es für bestimmte Disziplinen keinen Body of Knowledge geben kann? Und dazu wurde interessant, das ist vielleicht jetzt die interessante Parallele, da wurde die Philosophie benannt.
die Philosophie in der Vergangenheit, die sagen, da wurde recht respektlos auch gesagt, die Philosophie der toten Philosophen, das ist ein abgeschlossener Body of Knowledge. Da ist auch viel drüber geschrieben worden. Die griechischen Philosophen, die neuzeitlichen Philosophen, dazu gab es genug Doktorarbeiten. Und ganz schwammig und ganz schnell schwammig wurde es, als es um aktuell lebende Philosophen ging. Da ging auch schon die Diskussion los, ist in diesem Kanon ein Herr Sloterdijk genauso drin wie ein Herr Precht beispielsweise? Kann so etwas in unseren Body of Knowledge, Philosophie in dem Fall, aufgenommen werden? Und ohne, dass ich das deiner Frage ausweichen möchte, aber ich würde diese Frage einfach umformulieren in: Kann es für eine bestimmte Disziplin wie das Thema Business Management tatsächlich einen Body of Knowledge geben? Oder wird das, weil immer wieder auch, wir sind ja hier in einem ganz komplizierten Bereich, wir sind ja in einem Bereich, der eigentlich sich mehr mit Meta-Information oder auch mehr auf der Meta-Ebene bewegt. Wir sprechen ja nicht über, wir können natürlich über Methoden sprechen, aber sobald es um die übergeordneten Aspekte geht, bewegen wir uns ja ganz schnell in einen sehr, manchmal auch widersprüchlichen Bereich hinein. Und der muss ja auch so sein. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze für dieses Thema. Also reduziert auf die kurze Frage, meine Antwort auf deine Frage, eventuell müsste man sich überlegen, ob es für den Bereich Wissensmanagement tatsächlich einen Body of Knowledge geben kann. Frage auch an Gabriele mit dem Kompetenzhandbuch. Ja, die Frage ist ja, wie eindeutig müssen die Festlegungen sein. Also ich denke mal an das Dachglossar der GFWM, also mit dem Anspruch, ein Glossar für Wissensmanagement, rund um Wissensmanagement zu sein. Also zumindest in der Version 1 dieses Glossars wurden bei bestimmten Einträgen auch mehrere Definitionen benannt, weil es mehrere Sichten auf bestimmte Begrifflichkeiten oder bestimmte Konzepte gibt. Also wenn ein Body of Knowledge so etwas erlaubt, würde ich denken, dass es auf jeden Fall auch für Wissensmanagement einen Body of Knowledge geben kann, der ja dann gegebenenfalls eben auch definitiv aufzeigt, wo es Widersprüche gibt oder wo sich die Community eben nicht einig ist oder nicht eine Sicht auf bestimmte Dinge hat. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt diese Toolbox hernimmt und das durchgeht, dann würde man ja auch darauf schließen können, ja okay, Wikipedia könnte auch als Body of Knowledge rübergehen, wenn man sich da das ein bisschen weiter fasst. Aber für was dann? Halt, Wikipedia ist ja so ein breiter Bereich, da kann man ja wirklich alles finden. Oder wie, ich möchte es mal in die Diskussion werfen, wie das jetzt gesehen wird oder wie das jetzt einzuordnen wäre zum Beispiel. Möchte jemand was sagen? Sonst? Also mein Eindruck war, ich würde sagen, das ist ein Body of Knowledge für Begriffe, also für Begriffserklärung. Was meinst du, Stefan? Also wenn ich die Wikipedia durchdekliniere, anhand jetzt dieser neuen Punkte, die wir gerade offen haben, würde ich dazu neigen, ja, die Wikipedia ist ein Body of Knowledge. Wenn ich mir dann aber einzelne Schlagworte ansehe und deren Entwicklungshistorie sehe und Kriege, die da teilweise stattfinden, dann würde ich das hinterfragen, weil dahinter eben, ja, also die Frage ist, wer ist der Eigentümer, wer ist der Herausgeber, der Verwalter? Der Verwalter ist klar, die Wikimedia-Organisation, aber die Eigentümer, also diese Frage ist offen, würde ich sagen. Also bei der Wikipedia wäre ich mir nicht so sicher. Ich würde auch gerne vielleicht eine kleine provozierende Frage stellen an dieser Stelle. Ist die Bibel ein Body of Knowledge? Das wollte ich jetzt gar nicht beantworten. Ich wollte nur sagen, ich finde Punkt 2 ist bei der Wikipedia nicht erfüllt. Dieses Verständnis für eine Disziplin. Also das war für mich heute so eine Erkenntnis, Stefan, aber vielleicht ist das auch eine falsche Erkenntnis, dass der Body of Knowledge auch eine Grenzziehung ist einer bestimmten Disziplin. Und das wäre für mich jetzt bei der Wikipedia überhaupt nicht. Aber wenn ich als Disziplin die Erklärung von Begriffen und Schlagworten sehe, dann ist es natürlich dafür eines der leistungsfähigsten Bodies of Knowledge. Das mit der Architektur hat mich nicht losgelassen. Ich würde euch gerne was zeigen. Und zwar, ich arbeite in einem Unternehmen, wo der informelle Austausch sehr gewünscht ist und auch immer wieder betont wird. Und da würde ich euch jetzt gerne mal ein Bild, seht ihr alle? Was denkt ihr, welches unsere Kaffeeküche ist? Euer Unternehmen ist sehr auf Sharing und so weiter. Mhm. Gut, wenn du schon so fragst, ich sag jetzt mal nichts, aber wenn du schon so fragst.
Hey, unsere ist die Linke. Es sind weiße Fliesen, es ist Neonlicht, es ist nicht einladend, sich informell auszutauschen. Es sagt nicht, hallo, stell dich her, trink einen Kaffee mit mir. Also da ist wirklich ein Widerspruch. Und da kam mir bei mir auch die Frage auf, wenn ein Bürogebäude entworfen wird, wer kommt auf die Idee zu sagen, ich beziehe das Wissensmanagement hier mit ein? So ist da die Lobby, die gibt's nicht, oder? Was ist deine Erfahrung aus der Beratung, Gabriele? Ach, es gibt mittlerweile Architekten, die das Thema wirklich auf dem Schirm haben. Ne? Okay. Aber in Architektur, Body of Knowledge, Stefan, da ist das, die Disziplin Wissensmanagement tatsächlich nicht mit drin. Ne? Nein, leider nicht. Also ich habe sie nirgendwo gefunden. Ich habe sie wirklich recherchiert, regelrecht, aber das Thema KAN, Knowledge Management, nirgendwo. Super, aber danke für das schöne Beispiel. Gerne. Zu dem Thema hätte ich doch was dazu zu sagen, wenn es gerade passt. Zu dem Thema Raumentwicklung, weil ich bin auch ein bisschen mit dem Bereich behaftet, so gesagt. Das ist natürlich alles auch, viele Gebäude sind in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren oder 90er Jahren entstanden. Da war auch die Art und Weise, wie gearbeitet wurde, eine ganz, ganz andere, oder? Und jetzt sitzen wir immer noch in diesen Gebäuden teilweise, die aus dieser Zeit stammen. Und jetzt ist die Herausforderung, wie können wir die Gebäude ummünzen, dass sie den neuen Kriterien überhaupt entsprechen. Und viele Leute, die sehen halt gar nicht den Bedarf, das neuen Kriterien anzupassen, weil sie gesagt denken, es war schon immer so gut so und wir sitzen ja jetzt schon 10 Jahre in dem Gebäude und wir sind glücklich da und uns gefällt's da. Und wenn jemand Neues kommt, der empfindet das natürlich ganz anders. Stefan, du hast angefangen mit Wissen, Erkenntnis, Wettbewerbsvorteil, also das Sammeln von Informationen, wo es eigentlich herkommt, das fand ich total erhellend. Und jetzt so, wir sind bei Wikipedia gelandet und ist es ein Body of Knowledge, ja oder nein? Und ich möchte, glaube ich, nochmal zurückkommen auf den Punkt, der für mich wesentlich war, ist das Zitierfähige. Und jetzt die Wikipedia ist es nicht. Die darf ich in meiner Arbeit, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit mache, nicht ranziehen. Einfach weil sie nicht so verlässlich ist. Und jetzt, ich für mich nehme jetzt einfach mit, ein Body of Knowledge ist ein Ding, das kuratiert und entsprechend von Gremien mit unterstützt wird und etwas, das bestimmte Bereiche, Disziplinen tatsächlich beschreibt und abdeckt. Und jetzt, um noch die letzte Frage aufzuräumen oder rauszuholen, ich glaube, die Bibel wäre schon sowas wie ein Body of Knowledge, weil das wird ja ständig zitiert. Aber die Weiterentwicklung. Kann man sowas so ketzerisch sagen? Wie ist es denn mit der Weiterentwicklung, Stefan? Guter Punkt. Keine Ahnung. Da hätte ich sofort eingehakt. Und ich würde auch bei der Referenzierbarkeit, hätte ich gesagt, welche Übersetzung wollen wir denn nehmen als Grundlage? Und welche Aber Sprache, da bin ich schon beim Thema, genau. Genau, also da würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen, auch wenn ich damit hoffentlich niemanden auf den Schips trete. Aber die Bibel würde ich auf keinen Fall als Body of Knowledge missinterpretieren, sondern als Grundlage für viele andere Dinge, aber keinesfalls ein Body of Knowledge. Ich mache jetzt einfach mal hier den Rausschmeißer. Wir sind schon deutlich über der Zeit.